Es geht ums Singen, es geht um die Kriterien rund ums Singen, es geht um Musik und auch die Welt der Musik. Das ist ein Aspekt, den wir versuchen, noch mehr zu öffnen in diesem Werk, als man ihn vielleicht vermuten würde dahinter. Wie das ist an jeder Musikhochschule. Es ist Singen lernen, überhaupt Musik lernen, ist eine besondere Herausforderung. Es ist geradezu Hochleistungssport und das ist auch etwas, was wir zeigen. Es gibt diese Meister, die Professoren, es gibt die Lehrbuben und Mädchen, auch bei uns Studierende, wo wir auch den Druck dieser Institution darunter sehen und wie man funktionieren muss nach diesen Regeln, die es auch darüber hinaus gibt, über das Meistersingen hinaus letztlich. Natürlich geht es um diese Regeln, dieses Regelwerk, was ja ziemlich lustig ist oder absurd fast schon. Aber das ist natürlich trotzdem was, was es auch gibt. Genau, und da taucht nun plötzlich ein Walter von Stolzingen auf, der sozusagen keinerlei akademische Vorbildung mitbringt, keine musikalische Vorbildung. Er ist noch nie auffällig geworden in Bezug auf besonderes künstlerisches oder musische Interessen, der sich aber unsterblich verliebt in die Tochter, in Eva, die Tochter des Konservatoriumsleiters. Und der natürlich jetzt versucht, diese Hürde im ersten Anlauf ein bisschen Felix Krullhaft, wie wir immer sagen, einfach eben ein Felix Krull hat nie Tennis gespielt und legt dann aber eine mustergültige Meisterpartie vor und das traut sich dieser wunderbare Mensch zu und muss aber dann wirklich eine Niederlage, also eine herbe Niederlage, eine Demütigung erleben. Was und ihm noch nie passiert ist. Ja. Und der ist nicht der Einzige, der sich in Eva verliebt hat, das muss man dazu sagen. Es gibt den Hans Sachs, der auch eine ganz, ganz große Nähe zu Eva hat. Und es gibt Beckmesser, der eben auch ein geachteter Hochschulprofessor ist und der sich Hoffnungen macht natürlich, also wohl auf die Pogner-Nachfolge, aber natürlich dann, die ist ja verknüpft eben und er begehrt und liebt auch diese junge Frau. Das heißt, es gibt diese drei Konkurrenten letztlich um die Liebe, um Evas Liebe. Und das ist bei ihr selber, auch bei ihr ist das führt sie das in sehr ambivalente, auch emotionale Konflikte. Ja, also unser Angang ist ja, indem wir diese Musikhochschule uns überlegt haben, sind das natürlich alles Professoren an dieser Musikhochschule, Hans Sachs auch, aber man muss natürlich irgendwie sich was überlegen, damit er rausfällt. Das heißt ja immer, dass er Gassenhauer komponiert hat, also er ist ja so ein bisschen bunter Hund. Deswegen ist er bei uns jetzt so ein bisschen, ja, also ist er wirklich, haben wir dann auch gedacht, vielleicht ist er so eine Art, kümmert sich halt um die Körper, ne? Und Physiotherapeut oder wie das heißt, Musiktherapeut oder so. Und da kommt natürlich auch gleich das Thema der Übergriffigkeit und so,
was das Thema mit Eva ist, kommt dann auch mit ins Spiel, sobald es um die Körper geht und die jungen Menschen zu fördern und zu prägen und so. Also da ist ein ganz, da brodelt ganz schön, was da an Thematik da mitschwingt. Ne? Die kleinen Momente der Übergriffigkeit, die nicht vergessen, dass man so erklärt was und was man so kleine Dinge, wenn das nicht geht. Ich glaube schon auch, dass man so eine Welt verstehen wird. Also das ist wie wenn man einen Film sieht, eine oder die Klavierspielerin von der Roman von Jelinek und die Verfilmung von Haneke, da ist man auch in einem Konservatorium einer Welt, die man vielleicht nicht kennt selber. Und dennoch ist das sehr, sehr minutiös geschildert und das zieht einem mit. Es geht ja um die emotionalen Probleme dahinter. Und dieser Widerstand dieser Schule bietet da viele, viele Möglichkeiten dafür. Manchmal ist einfach wichtig, dass man einfach wahnsinnig genau das liest, ne? Und sich sozusagen nicht von schlechten oder nicht schlechten, aber irgendwie eingebürgerten Gleisen oder sozusagen Gewohnheiten da irgendwie, dass man die auch alle überprüft. Scheitern als Thema, und das kommt hier vor, also eben es soll einem gelingen, die Meistersinger-Fähigkeit. Und ein Beckmesser scheitert daran, ein Walter von Stolzing auch, ein Sachs scheitert an seiner Liebe zu Eva, eine Magdalene an ihrer Liebe zu David. Auf vielen Ebenen wird gescheitert, oder was versagt man. Und das Scheitern ist ein Komödienstoff, man muss ihn nur ernst nehmen. Wir wissen es von Buster Keaton, der erhabenste Scheiterer überhaupt. Und das ist immer komisch, wenn man von außen drauf schaut. Thank you.